Hallo und herzlich willkommen zurück bei 777. Mein Name ist René, bei mir ist Dobi. Hallo. Uns geht weiter mit World of Warcraft Legion und wir gehen jetzt gerade erstmal zum Weltboss. Und jetzt ist das Wasserzeichen hier rechts ein bisschen kleiner, weil ich habe neulich mal meine ganzen Profile aufgehört, weil ich ja den Fehler gefunden habe bei OBS. Habe ich auch gleich mal die Profile aufgehört, dass alles schicki ist. Da habe ich die Wasserzeichen auch mal ein bisschen vernünftig angepasst. So, ich kann schon mal. Ach nee. Oh. Borny bei dir? Ja. Hab ich gerade gewusst, was ist das denn für ein Sword in-game? Was ist das? Greift die Legion an? Auch komisch, er hat einen ganzen Samstag Tag gehabt zum Bohren. Und jetzt um 6 Uhr abends kriegt man ein, ich müsste mal bohren. Aber da ist noch nicht Ruhezeit, ne? Nein, das nicht. Das ist einfach nur ein Assi. Sagen wir es doch so, wie es ist. Aber ich habe ja gerade schon wieder ein neues Spielzeug, was ich haben möchte, Dummi. Was denn? Ein Windows 10 Tablet. Hab ich das schon erzählt? Nee, das hat mir nicht erzählt. Und zwar gibt es, also auf die Idee kam ich einfach mal, weil ich brauche, also ich wollte für mich selber halt eine Spielerei haben, so einen Testrechner. Da habe ich natürlich angefangen, ja, Raspberry Pi, ja gut, da geht nur dieses Raspberry OS oder halt irgendwelche Linux bla Dinger. Da dachte ich, ja. Habe ich geguckt, was ist da so, noch so? Dann gibt es so Banana Pie und wie sie alle heißen. Dann gibt es Latte Panda. Das ist so ein Mini-PC, den kannst du dir halt komplett modular aus Einzelteilen aufbauen. Kostet aber am Ende eine ganze Stange Geld. Da habe ich überlegt, ja, aber gut, dann kannst du ja so ein Touch-Modul und Touchpad und dann kannst du dir so 3D drucken. Also haben bei mir schon die Äuglein geleuchtet, so mit dem Rumspielen. Dachte ich mir aber, ja gut, aber am Ende hast du halt. Bezahlt halt Schweinegeld dafür, dass du dir die Scheiße auch noch selber bauen musst. Geguckt, ja, Windows 10 Tablet. Bei Windows 10 ist ja jetzt, da sind ja die ganzen Mobile-Sachen mit drin. Hab ich geguckt, ja, die meisten, also auf jeden Fall die aktuellen Windows 10 Tablets haben auch Windows 10 Home und nicht irgendwie Windows 10 Mobile oder hier dieses Windows Phone Operating System. Dachte ich mir, das ist ja schon mal eine geile Idee. Hab ich geguckt, die Dinger haben auch fette Leistung. Also da ist auch gut was drin an Hardware. Toll, jetzt habe ich zweimal die gleiche Sache bekommen. Ist ja auch schön. Ach ja, mal kurz mein Kabel anschließen. Dachte ich mir, ist vielleicht nicht ganz so geil. Also nochmal zusammenfassend. Dann lieber ein Windows 10 Tablet mit vollem Windows 10 Home oder so Pro, wenn du es kriegst. Habe ich geguckt, wie gesagt, es gibt halt von großen Firmen, relativ teuer aber dafür, vernünftige Windows 10 Tablets. Schön. Habe ich aber entdeckt, es gibt Windows 10 Tablets mit zwei Betriebssystemen, wo du dann noch so eine kleine Android-Partition drauf hast. Da ist mir einer abgegangen, sage ich dir. wir müssen einmal nach Surama zu hier quasi Hauptstadt. Wie ist denn hier nochmal? Shalana? War das das? Zum Boss. Einmal zum Boss, bitte. Meridil. Ist, so heißt der Flugpunkt, aber so heißt nicht die Ecke da unten, die Hülle. So wurscht. Das war eine Abgabe. Ich geguckt, Xiaomi hat das auch, also da, wo ich auch mein Handy haben will. Ist halt immer so eine Sache mit Import und bla. Hast du drauf, Android 5.1, meistens ist es Remix OS, das ist halt so eine eigene Android-Version für Tablets. Die halt irgendeine Community, wo eine Community da steht. Also ist geiler als Standard Android, ist aber basierend auf Standard Android. Sprich, es funktioniert am Ende auch. Ist jetzt nicht irgendwas zusammengeschustertes. Ist aber halt Android 5.1. Wir sind mittlerweile bei Android 8. Aber kannst du halt alles updaten. Also wie gesagt, es soll ja für mich so eine Bastelaktion sein. Und ich will halt nicht hardware-mäßig basteln, sondern software-mäßig. Weil auch so mit Windows 10, ich will mir mein goldenes Image bauen, muss ich überlegen, weil man muss ja, musstest du für deine Arbeit irgendwie quasi am Ende so eine Projektarbeit machen? Bei der Ausbildung? Hattest du sowas? Ja, wir hatten halt nur so mehrere Projekte halt innerhalb der Schule gehabt, aber halt nicht jetzt generell für die Abschlussarbeit. Okay, keine Abschlussarbeit, aber auch nichts für Betrieb oder so. Nö. Dass du dir irgendwie ein neues Archivierungssystem ausdenken muss, blödes Beispiel. Nee, das nicht. Ja, und bei uns ist es so, wir müssen uns halt eine Technik für den Service Desk, also eben
was auch beim Kunden Sinn macht. Also zum Beispiel einer meiner Kollegen, der jetzt im dritten Lehrjahr ist, der macht, wir haben so Werbedisplays. Und da stehen halt wirklich 1000 Euro Rechner mit 1000 Euro Fernseher. Da habe ich gesagt, könntest du auch eigentlich so einen elektronischen Bilderrahmen? Hast du die Quest? Schicksal der Nachgeborenen? Och, gute Frage, nächste Frage. Hier gibt es ein Reitchen dafür. Ja, eben, die haben wir übersehen. Die gab es, nachdem man Gul'dan gekillt hat. Und wir sind einfach nie wieder hierher gegangen, weil wir dachten, boah, endlich vorbei mit Suram, obwohl ich ja Suram schick finde. Aber die Quests haben dann irgendwann mal genervt. Also ich bin bereit, Colette. Der Port uns hin. Was hatte ich gerade erzählt? Achso, mit dem Projekt. Also dass du im Prinzip einen elektronischen Bilderrahmen nimmst und dann hast du da dein Werbesplay dabei, da sollen halt nur Videos oder Bilder durchlaufen. Dafür brauchst du keinen ganzen Rechner. Er guckt halt gerade, falls, weil die Marketing sagt bei uns immer, ja, aber falls wir mal in der Zukunft das und das und das brauchen, die wollen natürlich lieber mehr Geld ausgeben, damit sie die Option haben, die sie nie benutzen. Haben es besser als brauchen, denken die sich. Gut. Dann will ich aber trotzdem erstmal diesen Bilderrahmen benutzen. Oh, wir sind ja am Nachbarn. Wäre doch schade, wenn ihm etwas zustoßen würde. Er stirbt. Ohne das Auge von Amazon. Ich höre jetzt erstmal hier zu. Nachbarn instabil geworden. Schade ran. Wir sind nicht mehr von ihm abhängig, können seine Macht aber noch nutzen. Talisra. Ja. Eure Entscheidung. Okay, mir das jetzt aussuchen? Ach nee, sie. Aber du hast schon. Lass ihn sterben. Was? Ich hab keinen Bock auf den Brunnen. Wir müssen den Nachtbrunnen vergessen. Verantwortung für unsere Fehler übernehmen und unsere Schuld bei den Völkern Azeroths begleichen. Tyrande redet nicht mit mir. Mach kaputt das Ding. Das war schon. Mal Säbler der Arkanisten. Arkanistin? Ne, der Arkanist. Die Schaldorei werden erlöst. Haben. Reittiere. Mana. Kann ich hier drin natürlich nicht benutzen. So, ich hatte noch irgendwas. Moment mal kurz. Vielleicht mal gucken, wenn sie laden hat. Können wir dieses Mal etwas weniger Einschläferndes machen? Hoblot Krul, nee, Horona. Oh, um Gottes Willen, die Banshee, ey. Die, hast du die Stimme gehört? Ich bin hier, um zu helfen! Schrecklich. Das ist so, wie wenn Lara in ihren Kitsche-Modus geht. Du weißt, was ich meine, oder? Mhm. Hier, Bitch-Mode. Gehen wir mal drauf. Ich hätte noch den Fuchs. Ja, meiner Kollegin heißt es. Ach, das Ding kann fliegen! Uiuiui. Geil. Okay, der bleibt erstmal im Gespräch. Wo müssen wir hin? Rüber, ne? Wir haben hier nichts mehr zu tun. Ne, dann brauch ich. Zurück zu meiner Geschichte. Also er hat halt das jetzt als Projekt, der andere hat noch gar keins, aber das ist eh eine faule Sau, der geht auch irgendwie alle 10 Minuten für 5 Minuten Raucherpause machen. Das ist ein richtiger Kettenraucher und der ist 20. Geile Scheiße. Lange Rede, kurzer Sinn. Bei mir ist, ich habe mir überlegt, also ich. Es bietet sich ja gerade an und es wäre auf lange Sicht vielleicht ein geiles Projekt, dass ich quasi ein goldenes Image für die Firma mache, weil ich sehe es gerade, ich bin im Windows 10 Projektteam. Wir rollen, also wir haben Rollout für Windows 10 im Oktober und wir haben noch nichts geschafft, weil wir nur auf Probleme stoßen, die eben an diesem scheiß Image liegen. Und dieses Image müssen wir eh einmal im Jahr erneuern, also so alle 3 Update-Zyklen. Mein Chef, ist es nicht mein Chef, aber einer meiner Chefs aus einer anderen Abteilung, der natürlich... Darf ich kurz zwischenfragen? Ja? Was meinst du jetzt mit Image? Eine Installationsdatei für Windows 10, die so fertig ist, dass du sie einfach nur noch stumpf auf dem PC raufballern musst. Dann laufen ein paar Skripte drüber, ein paar Gruppenrichtlinien, bla 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 bla, dass die Nutzer am Ende, die bei uns im Büro sitzen, die nicht IT sind, an die Sachen, die, wo sie nicht ran dürfen, auch nicht rankommen. Kurz gesagt, okay. Du kannst halt auf dem Image einstellen, ja, hier Einstellungen, alles versteckt. Punkt 1. Mhm. Du kannst auch einstellen, er klickt auf Einstellungen, es passiert nichts. Ich in der IT, klicke auf Einstellungen, es passiert was.
Punkt. Das ist das Image. Also das Image ist im Endeffekt die Installationsdatei für Windows. Das Licht heißt euch willkommen. Okay, ich habe hier die Quest für 300 verstellte Arminiten. Das ist einfach wieder diese die Weekly, oder? Haben wir gerade einen Weltboss hier aktiv? Nö. Okay, ich wollte erstmal meine Quest im Krokolager abgeben. Ja, jedenfalls, das wäre so auf lange Sicht vielleicht sogar ein Projekt, was auch in über 2 Jahren nochmal eine coole Idee wäre. So, die Atraxas zum Rettungsmission. Belohnungsmission für Kroko. Vorräte für Kroko. Wir werden niemals aufgeben. Ach, ich kann ihm das nicht abgeben, okay. Schreitet den Pfad der Erde. So. Makellose Agoniten muss ich einsammeln. Seelenverschlingende Teufelsseher, schöner Begriff. Da ist nochmal eine neue Quest aufgeploppt. Potte dich mal nochmal hoch. Und einmal ins westliche Gebiet aufs Schiff. Vom Schiff einmal rüber und da wieder runter und dann wieder hoch oder was? Geile Scheiße. Also der Punkt ist zum Beispiel, bei Windows 10 gibt es einen Bug oder ein Feature, keine Ahnung, it's not a bug, it's a feature, dass du bei der Anmeldung kein Numlock aktiv hast. Das Problem ist, wir haben Passwortrichtlinien, sprich du brauchst eigentlich den Numlock direkt und wenn du den halt jedes Mal wieder anmachen musst, weil der sich jedes Mal automatisch ausstellt, ist halt scheiße, wir nehmen auf. Mein Glaube ist mein Shit. Verstärkung am Halt des Lichts. Sprech mit Aleria am Halt des Lichts. Wo ist das? Unsere Truppen sind dem Feind zahlenmäßig unterlegen. Unterstützt sie so gut ihr könnt. Aleria hat den Oberbefehl dort. Sie kann euch sagen, wo ihr gebraucht werdet. Invasion Sangur, Neigtal. Bonig hatten wir schon. Wollen wir erstmal Invasionspunkt machen? Ja, gerne. Dann gehen wir nach ins recht südöstliche Gebiet, Sangua. Also über dem Krokolager, das Ding. Schicksalspass. Also, das waren jetzt so kleine Sachen. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Sachen, diese ganze Windows 10 vorinstallierte Software, also die Fotos-App zum Beispiel, die gestatten und verlangen teilweise auch, dass du dich anmeldest. Jetzt sind bei uns nicht gerade die schlauesten Muttis, die wirklich Plan von IT haben am Start. Sprich, wenn er dich Windows fragt, hey, gib mal deinen Microsoft-Account ein. Und die haben bei uns einfach nur einen Benutzer-Account, also keinen richtigen Microsoft-Account. Das heißt, wenn da die Mutti sitzt und sich denkt, oh, dann gebe ich mal gisela.schmidt@hotmail.de ein. Und die hat, ich wollte jetzt die Weltquest gar nicht machen, ich habe es einfach liegen lassen. dann kann es passieren, dass die Fotos-App ihre ganzen privaten Bilder zum Beispiel synchronisiert und dann ist unsere Leitung belastet. Dann kommen erstmal 20 Tickets rein. Ja, mein Programm XY lädt nicht, weil es Ewigkeiten dauert, weil die bei uns teilweise über die Cloud arbeiten. So eine Sache. Also dann auch wirklich ernste Fehler, die du halt von vornherein rausschmeißen willst. Und wir haben jetzt gerade einen Typen, das ist der Chef von der Administration, der sich um das Image kümmert. Kein anderer macht das, er hat keinen anderen angelernt. Ich weiß auch gar nicht, ob er das will, ob er vielleicht auch so ein Krummelkacker sagt, ich mach's lieber selber richtig, statt dann anderen ranzulassen. Werde ich mich mit dem in einem Jahr oder anderthalb oder so mal kurz schließen und fragen, ey, wie sieht's aus? Lerne ich an, ich baue dir ein Image, ein goldenes Image, das wird so geil, das glaubst du gar nicht. Hätte ich Bock drauf. Ob es eine was wird, wissen wir nicht. Also es wäre auf jeden Fall notwendig. Also es wäre auch ein Projekt, wo du jetzt nicht ein Projekt des Projektwillens machst, weißt du? So wie gefühlt alle anderen IT-Projekte, wo dann, ja, ich programmiere dir mal irgendwas, schreib dir irgendwas zusammen, aber benutzen wirst du es eh nie. Naja, ich habe den Taschenrechner programmiert. Ja, aber ich habe einen perfekten Taschenrechner auf dem Handy. Was soll ich damit? Ja, Projekt abgeschlossen. Völliger Quatsch. Ich denke mal, das ist nachvollziehbar. Ja. Dafür habe ich jetzt halt meinen Arbeitsrechner bestimmt schon 4-mal neu aufgesetzt, weil ich Windows durch Rumprobieren zerschossen, also nicht wirklich zerschossen habe, aber wie gesagt, diese Fotos-App zum Beispiel, musste ich erstmal die alte Windows-Foto-Anzeige wieder einmachen. Dann wollte ich Cortana ausstellen. Cortana ist aber gleich eine endgültige Fusion mit der Search-App von Windows-Eingang, die du nicht ausmachen kannst, weil dann geht dein Explorer nicht mehr, dann geht dein Startmenü nicht mehr, etc. pp. Und wenn du aber
Cortana rausschmeißt, kannst du ja nicht einfach im Papierkorb klicken und sagen, gib mir mal Cortana wieder. Aber Cortana ist dann weg. Sprich, ich muss so unser Image dann einfach neu installieren. So ein Image bauen, da hätte ich Bock drauf. Also ich arbeite da jetzt eh schon dran, weil ich muss jetzt halt so kleinen Kram rausschmeißen, beziehungsweise irgendwie programmieren, einstellen, konfigurieren, das ist das Wort, was ich suchte. Dass eben die Nutzer da nicht ran können, weil wie gesagt, Foto-App synchronisieren ist schon mal ein riesiges